Sollen wir dann jetzt das Tempo in Bezug auf die Selbstfindung etwas anziehen? Ich habe tausendfach in einfachen Worten erklärt, was du bist. Du bist ein Geist, ein träumender Geist und du erlebst bloß deine selbst ausgedachte Traumwelt. Und für diese Traumwelt bist du der Schöpfer, du bist der Gott, weil jeden Gedanken, den du denkst, den erschaffst du. Und das ist hier und jetzt deine Informationen. Und diese Informationen, das heißt die von dir selbst erschaffenen Informationen, werden bloß von dir alleine erlebt. Das ist hundertprozentig sicher. Mhm. Und es ist natürlich, solange hier die materialistische Logik oder irgendeine religiöse, unbewusst raumzeitlich ausgedachte Logik in dir wirkt, wird sich massiv was in dir wehren. Und das, was sich in dir wehrt, das ist dein eigenes Ego. Das Einzige, was in dir Leid und Angst erzeugt und Schmerzen erzeugt, ist dein Ego. Und dieses Ego, nenne ich dein großes blaues Ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Es ist eigentlich in einem gewissen Maß die Datenmenge eines Videospiels mit den ganzen Regeln. Und du bist der Spieler, der dieses Spiel erlebt, nicht dieser Avatar, nicht diese Figur, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist kein Science-Fiction, sondern das ist ein hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbares Faktum, und zwar von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick. Wenn du das anzweifelst, liegt bei dir noch einiges im Argen. Jetzt gehen wir mal davon aus, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das heißt, wenn du jetzt in deiner Rolle als Figur, als Spielercharakter, dieser Avatar, wie man das nennt, wobei man da jetzt sehr genau, ich sag mal, als Protagonist in deinem eigenen Traum, die anderen sind Antagonisten, wenn du als Brösel unter Brösel bist, wenn du das jetzt in wenigen Worten ohne Erfahrung aussprichst, wirst du merken, dass deine Mitmenschen als Brösel unter Brösel ganz massiv wederschreien werden und die wollen das nicht wahrhaben. Du wirst erkennen müssen, dass du umgeben bist in Bezug auf diese Trockennasen auf bei eigener Definition, die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis von absoluter Geistlosigkeit und Ignoranz gegenüber das, was wirklich, wirklich ist. Wenn ich jetzt immer wieder betone, das, was ich dir erzähle, ist 100% sicher und die Masse deiner Menschen bis hin zu der ganzen Elite, die du Professoren nennst, oder was auch immer, Nobelpreisträger. Es ist so leicht zu erkennen, dass die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Wenn du jetzt als Brösel unter Brösel bist, nimm diese letzten Selbstgespräche, ich sage immer die letzten drei, da ist alles drin, und dann setz dich hin vor den Computer, jetzt als Brösel unter Brösel, schau dir das mit irgendeinem Gegner von Holofeeling, dieses Selbstgespräch an und sag, er soll aufmerksam zuhören. Und wenn irgendwas für ihn nicht stimmt oder nicht richtig ist, dann soll er Stopp sagen, dann halte das Video an und dann lass dir von ihm erklären, was von meinen Aussagen nicht stimmt. Wenn du diese Gedankengänge ohne Vorurteil mitgehst, wirst du feststellen, dass du nur nickst, so wie jetzt das Pixelmännchen Redo nickt. Weil ich rede von dem, was jetzt da ist. Und nicht, was du dir vollkommen logisch zwar, aber unbewusst logisch ausrechnest aufgrund von Worten. Das ist dieses im Anfang war das Wort. Da werden etliche Vedas kommen. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt mache ich Schnipp und jetzt denkt man an eine Erdkugel. Wo war diese Erdkugel, während du nicht dran gedacht hast? Sie hat nicht existiert. Meinst du, es ist hundertprozentig sicher, dass dieser Gedanke, den du jetzt de facto hier und jetzt als Information in dir aufgebaut hast, aufgrund von Wissen, das du nur vom Hören sagen kennst, dass diese Erdkugel auch dann da außen ist oder unabhängig von dir existieren kann? Dein bisheriges Ego, deine bisherige Logik, du wirst es als hundertprozentig sicher ansehen. Dann gehst du aber mal in deine Zeitgeschichte und dann wirst du feststellen, dass ich immer sage, wenn ein Wechsel vom Wissen ist im Hier und Jetzt, ein Betriebssystemwechsel von einer Scheibenwelt, was kennst du vom Hörensagen, was hat man dir in der Schule jetzt ausgedacht, eine Vergangenheit erzählt in Bezug auf die Scheibe, wie der erste Mensch behauptet hat, die Erde ist eine Kugel. Da wird keiner was davon wissen. Gehe ich in, ich bin da schon drauf an. Ja, wenn wir dann da runterlaufen, dann muss ja das Wasser rauslaufen. Mhm.
Wenn ich was fallen lasse, fällt es von oben nach unten. Das kann ja nicht von unten nach oben fallen. Das ist doch ein totaler Blödsinn. Ich sage, du musst viele Systemparameter mit verändern, um dieses höherwertige System zweidimensional, dreidimensional zu verstehen. Plötzlich taucht dann Einstein auf mit einer Vierdimensionalität und er erklärt, dass Raum und Zeit eigentlich dasselbe ist, macht aber den Fehler mit der Raumkrümmung. Was dann doch wieder ein bisschen in unserer Kamera, in dem Gewölbe, ein bisschen Wahrheit mit drin sind, obwohl es auf zwei Flecken aufbaut. Jetzt kommt wieder einer, der behauptet, die Welt ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Und es wehrt sich wieder alles massiv dagegen. Meine Erklärung ist ganz simpel. Du kannst ein Basic-Betriebssystem, das mit Basic-Programmen läuft, in keinster Weise erklären, was Windows-Daten sind. Weil dann, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Ich habe so unendlich viele Beispiele, aber du wirst merken, wenn du dich darauf einlässt, kriegst du ein vollkommen neues Denksystem, ein neues Programm, das wesentlich komplex ist und dir vollkommen neue Möglichkeit einer Traumausgestaltung ermöglicht. Ich mache mal ein Beispiel jetzt mit dieser Erdkugel. Du musst aufhören, Meineide zu schwören. Früher habe ich immer gesagt, früher meine ich jetzt nicht chronologisch irgendwo anders, am Anfang des Tages und am Ende des Tages. Es gibt bloß einen Tag, das ist heute. Du musst aufhören, Meineide zu schwören. Glaube, verwirkliche nur noch das, was du jetzt schon verwirklichst. Schau einfach, was jetzt da ist. Eine Lautsprecherstimme, Pixelmännchen auf deiner VR-Brille, das ist diese neue Symbolik, an die du dich gewöhnen solltest. Und jetzt denk mal aufgrund dieser Worte an eine Erdkugel. Meinst du, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, beschwören kann, dass er diese Erdkugel schon mal mit eigenen Augen gesehen hat? Du kennst es nur vom Hörensagen. Und ich habe schon hier in den einfachen Schriften der Schattenfrau, wird schon darauf eingegangen, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Und ich sage immer wieder, was ist jetzt Astronaut? Schon wieder ein Wort. Und da denkst du dir, irgendwelche Affen, die in Raketen steigen, hochfliegen. Jetzt kannst du sogar einen Astronauten materialisieren auf deiner VR-Brille. Das heißt, wenn du glaubst, dass etwas, was du jetzt denkst, was jetzt hundertprozentig sicher nur eine Information von dir ist, dass das unabhängig von dir da außen existiert oder da oben im Himmel war mit einer Rakete, du brichst übrigens dann das zweite Gebot. Ich sage, alles, was du glaubst, was da außen ist oder auch Naturgesetze, wie die da außen ablaufen, kannst du die in den realen, optisch, real, sinnlich wahrgenommenen Bereich holen. Das heißt eigentlich nur, dass du den feinstofflichen Gedanken dann realisierst auf deiner VR-Brille. Ja. Da kann jetzt ein Astronaut, das ist natürlich wieder, das Beispiel habe ich oft gesagt, du musst dich in Bewegung setzen, das heißt, du tauschst hier transversal Bilder in dir aus, du gehst aus der Wohnung raus, informierst dich, wo da irgendwann an der Universität ein deutscher Astronaut ist, das ist der einfachste Weg und dann kriegst du bei denen einen Termin und dann sitzt du den gegenüber. Kann der jetzt beschwören, dass er mit eigenen Augen von da oben die Erde gesehen hat? Er wird es machen. Schon von vornherein, weil du ja glaubst, dass der das gesehen hat. Das ist eine Kiste, wo du dir Wissen reindenkst. Aber was ist in dem Moment da? Es ist eine Information. Dieser Astronaut als sinnlich wahrgenommene Person ist eine Information in dir, die du jetzt träumst, die genau genommen auf der VR-Brille ist. Sie ist nichts anderes wie ein Gedanke von dir. Kann ein Gedanke, den du denkst, irgendwas beschwören? Ist das irgendeine Aussagekraft, wenn du dir jetzt jemanden ausdenkst und dieser Gedanke, den du denkst oder den du auf der VR-Brille realisierst, der schwört dir, dass er das und das gesehen oder getan hat? Das hat überhaupt keine Beweiskraft, weil den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und du bist jetzt ein ewiger Geist, sonst würdest du dieses Selbstgespräch nicht von mir eingespielt bekommen. Ja. Es geht jetzt nur um die Genauigkeit und jetzt steigern wir hier nochmal, wir machen jetzt ein kleines Vorwort zu einem Selbstgespräch, dass ich zuerst einmal sage, du musst die Metaebene verstehen. Das müsste jetzt irgendwann einmal installiert sein, dass du eine feine Antenne kriegst. Seit 20 Jahren erkläre ich diese drei Schichten. Das kann man im Erwachen, glaube ich, ist es im Selbstgespräch Erwachen, das Ei. Ist das dann mal die Schale, dann haben wir das Eiweiß, dann haben wir das Eigelb. Bei Menschen gibt es die drei Schichten und auch in den Worten gibt es die drei Schichten. Und du musst das Innerste in die innere Schicht. Das sind immer drei Schichten. Und du hast dieses Spiel, und ich gehe jetzt ganz kurz auf das vorhergehende Selbstgespräch ein, auf diesen 13, Korinther 13, 8, 13. Das habe ich schön erklärt und da will ich jetzt etwas noch einen Schritt weiter gehen, dass wir hier zum Beispiel ganz definitiv sagen, dieses Hüben 3 oder Drüben 3 und da wissen wir, dieses Dalet bzw. das Delta, was ja in der Hologrammatik, in der Holoarithmetik, Entschuldigung, die 3 darstellt als dritten bzw. vierten Buchstaben,
dieser Wechsel mit 3-4, dieser 3-4-Wechsel, was übrigens ganz wichtig ist, diese Verwandlung von der 3 in die 4 sieht man schön, wenn man den Großbuchstaben Delta im Griechischen nimmt, der ja auch die 4 ist, wo eine Seite fetter geschrieben ist. Ich sage immer, These, Antithese, Synthese sind die 3 und die 4 schließt es, darum ist es auch oder öffnet. Das ist diese Tür, muss man jetzt Grundlagen wissen, dass man das spiegeln und die 3 40 wird und dann kommen wir wieder zu dieser schönen Tabelle mit Dark in die Holoarithmetik reinschauen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel Wissen, was ich nicht als erforderlich sehe, dass du erkennst, was du selbst bist. Ich kann auch fernschauen mit einem Fernseher oder in einem Computer, mir Bilder anschauen, ohne dass ich im geringsten weiß, wie der Computer funktioniert. Und ich greife jetzt ganz kurz nochmal auf eine alte Metapher zurück, und zwar mit einem klassischen Fernseher. Dass ich sage, solange du Fernseher schaust, schaust du Märchengeschichten. Infolge von ständig wechselnden Bildern erlebst du Märchengeschichten auf deinem Fernseher oder jetzt auf dem Monitor eines Computers. Und es geht hier um die Metaphern. Die Märchen sind für die Kinder. Und alles, deine Zeitgeschichte, deine Physikbücher, deine Chemiebücher, die ganzen religiösen Bücher, die Romane, es ist immer dasselbe, es sind Märchengeschichten. Bei den Märchen, betone ich, geht es um die Metaphern. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Uns interessiert der Krug nicht, sondern da wird dir was mitgeteilt. Und du wirst merken, jede Nachricht, die du in den Nachrichten, in einer Nachrichtung senden siehst, ist eine Metapher. Ganz aufgebaut auf der Sprache, auch die Namen der Personen, die auftauchen, auch in den Geschichten, werden über die Vordersprache eins gemacht. Da ist ein ganz arithmetisches System im Hintergrund. Und jetzt ist es so, dass wenn du die Reife hast, dass du die Metaphern durchschaust, wird dich irgendwann einmal interessieren, wie der Computer bzw. wie der Fernseher funktioniert. Und dann komme ich mit Holofeeling ins Spiel. Und dann nehme ich dich Kind bei der Hand. Du hast bisher jetzt immer in eine Richtung geschaut. Und dann gehen wir auf die andere Seite von dem Fernseher. Und dann nehmen wir den Deckel ab. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant. Jetzt haben wir hier Elektronik vor uns. L-Eck. Da haben wir schon, in Gott sind Ecken. Diese Elektronik, ich nehme dann ein paar Messgeräte und dann zeige ich dir, wie diese Spannungsabläufe, zum Beispiel jetzt in dem klassischen Fernseher, Analogfernseher, wie die Spannungsabläufe, wie sich dieses Bild mit dem Elektronenstrahl aufbaut, das sind alles Erklärungen. Das sind jetzt erst einmal elektrische Signale. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt dir das Geheimnis des Inneren, wie das funktioniert, und versteh bitte die Metapher, wenn ich dir das zeigen will, muss der Fernseher hier eingeschaltet sein. Ja. Er muss laufen. Interessant ist jetzt, dass uns jetzt überhaupt nicht mehr interessiert, was da vorne für einen Film läuft. Ja, genau. Uns interessieren die inneren Abläufe. Ja. Das ist jetzt wirklich nur eine grobe Metapher. Das passiert jetzt mit Holofeeling, wenn du dich anfängst, mit der Holoarithmetik oder der Hologrammatik zu beschäftigen. Mhm. Wie weit oder wie tief diese Grammatik geht, sage ich dir gleich. Da war auch kein von dir ausgedachter Hebräer oder Jude etwas, kein Theologe etwas, mache noch so viel Hebräisch studieren. Holofeeling ist vollkommen neu. Es ist all dieses Wissen, was diese Figuren in deinem Traum, wenn die auftauchen, was die rezitieren. Das stimmt, aber nur ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Den eigentlichen Zusammenhang weiß keiner, weil du nämlich der Erste sein musst, der das weiß. Erst wenn du wirklich was weißt, kannst du dir welche ausdenken und dir denken, dass die das auch wissen. Ansonsten zeigen dir die Menschen in deinem Traum bloß deine eigene aufgeblasene Unwissenheit in unendlich vielen Facetten. Das Wissen der Menschen, blau gelesen, der Affen, Affinitäten, die Nachäffen, ist immer nur rezitiertes Wissen, das noch nicht auch schwammen hat. Und dieses Hüben 3 und Drüben 3, die 3, 4, wenn wir die drehen, haben wir auch den Magier, den Mag. Und den Gott, den Jupiter. Und darum sind wir ja in den Koriander. Das ist übrigens das Himmelsbrot. Gibt es da eine jüdische Schrift mit dem Mahn, gehe ich in dem vorherigen Selbstgespräch darauf ein. Dieses MN ist ja nur eine Gestalt gewordene Existenz im Blau gelesen. Und da fragen die dann hier, nach was schmeckt es eigentlich, dieses Manna, dieses Himmelsbrot. B im Himmels, B rot. Im Adam ist der Himmel. Hayom ist das Meer selbst. Das ist, wenn man jetzt Vordersprache versteht, Ha-Im, Kim ist das Meer, El, Ha-Im, was mit Gott übersetzt wird, eigentlich Gott das Meer, und Himmel heißt dieses Meer von Gott, ist Beirut, ist im Adam selber, weil das Zentrum ist, wo sich alles abspielt. Du wirst merken, du kommst ohne Deutsch
dieses göttliche Deutsch zum Deuten, zum Auslegen und Ivri kommst du nicht in dieses System der Matrix hinein. Ja. Du musst dir auch keine Gedanken machen, es ist jetzt schon in dir drin. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Hüben-3 und Drüben-3, was ich so schön erkläre mit der 8, ob jetzt die 13, 8, 13, die 1, 4 zusammen machen, 4 und 4 werden 8, oder wir machen die plus 1, minus 1 einmal weg und wir lassen nur die 3 stehen, da kommst du aus der 8 nicht raus. Mal nochmal eine neue Metapher dazu. Die neue Metapher ist zum Beispiel während des letzten Selbst, vorhergehenden Selbstgespräches. Aufbauen, denk an die nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Hier heißt heilig, göttlich. Es ist letztendlich alles eins. Da erwähne ich, dass du anfangen musst, das, was ich dir erkläre, auch wenn sich deine Logik massiv dagegen wehrt. Zum Beispiel die Aussage, dass du ein Schöpfergott bist. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Aber ein Unbewusster. Ein träumender Geist eben. Ein Pinsel malt ein Bild. Das, was der Pinsel malt, oder der Kugelschreiber, wenn ich sage, schreibt ein Gedicht. Da haben wir übrigens diese Kugel, Shin, Rai. Jedes Wort wird in sich selber, du kommst aus dem Kontext nie raus. Das ist eigentlich einmal das Erste. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte, diese Hüben-3 und Drüben-3, dass man die vielfältig machen können, du musst anfangen, das zu akzeptieren, da war ich. Und ich erkläre in dem vorhergehenden Selbstgespräch auch das Wort Ack. Ack müssen wir nicht hersuchen, schaust dir einfach nochmal an. Einmal anschauen reicht nicht. Ich sage dir gleich von vornherein, du kannst es 3, 4, 5 Mal anschauen. Und umso mehr dein Wortverständnis wächst, wirst du feststellen, was ich weglasse. Das heißt, wenn wir das jetzt laufen lassen würden, kann ich alle 5 Sekunden, 10 Sekunden anhalten und nochmal was mit reinpacken, wo, wenn wir die Grundlagen von Holofeeling haben, eigentlich sofort ein Ei leuchtet. Ich habe das oft gesagt. Jetzt muss ich wieder bröslich Geistesfunk denken, je nach Programm, die sagen, jetzt wenn du mich darauf hinweist, sehe ich das sofort, aber wenn ich das allein anschaue, fällt es mir nicht auf. Das ist das Akzeptieren, heißt das da mal, Ack heißt eben jetzt hier, nur bloß, da flackert was in mir und es ist in mir nur das in mir Information, was jetzt in einem ständigen Wechsel in mir flackert an Bildern. Das ist Ack. Zepp wiederum in der Akzeptieren. Das Zepp, die Geburt von Wissen, heißt auf der Wasseroberfläche schwimmen, wenn wir das hebraisieren. Und jetzt kommen die Tiere. Aber sind nicht diese Akzept, das in mir, was jetzt da ist, das auf meiner Wasseroberfläche schwimmt, sind es nicht diese Tieren, die existieren? Mhm. Existieren, diese Existere, diese herausgetretenen Tieren, ist das, was ist die Menschheit jetzt? Jetzt bitte denk an deine Freunde, denk an deine Eltern oder an deine Kinder, je nachdem. Was sind die jetzt? Wenn du jetzt allein bist. Es sind einfach nur, du denkst jetzt an Affenkörper, die auf deiner Wasseroberfläche als Gedankenwellen hier und jetzt in dir auftauchen. Genau. Die Sprache wird komplett selbst. Ja. Du musst das irgendwann einmal akzeptieren, sonst wirst du nicht wach. Ja. Aber ich gehe noch einen ganzen Schritt weiter. Ich werde jetzt erklären, was diese Tiere sind. Wir müssten jetzt bloß, ich hole das Bild erst dann etwas später her, dieses TI. R, das E schmeißen wir als Vokal raus. Wir machen nur mal 410, 200. Mhm. Das Tier. Würde ich jetzt Tier aussprechen? Mhm. Wenn du im Gematria Explorer das eingibst, 410, 200, dann wirst du feststellen, das heißt Reisende und Tourist. Mhm. Sind es nicht Reisende, die in einer Traumwelt, in deiner Traumwelt durch die Gegend, 3, 10 Spiegelfacetten, die in dir auftauchen? Ja. Und wenn man das Prinzip jetzt nicht einfach immer innerlich sagt, das verstehe ich nicht und da komme ich nicht mit, wo ich ironisch sage, dann bleibst du noch eine Zeit lang da in deiner Traumwelt, in deiner Albtraumwelt. Du wirst nie wach werden. Du wirst zwar immer wieder wach, aber immer wieder als Affe wach, der nachäfft. Mhm. Und du meinst, du müsstest irgendjemanden nachäffen. Holofeeling, was ich dir jetzt mitteile, ist dein ureigenstes Wissen. Es ist dein Wissen. Du willst davon bloß nichts wissen. Weil du meinst, du hättest schon die absolute Weisheit mit dieser einseitig geistlos nachgeäfften Wissen, das du zurzeit vom Hörensagen kennst und in dir als Vorstellungen verwirklichst, das hat mit Weisheit überhaupt nichts zu tun. Gleichgültig, ob es religiöse Weisheiten sind, ob das Scheinweisheiten sind, ob das politische Scheinweisheiten sind, jeder ist sich so hundertprozentig sicher, dass die eine Seite, die ihm logisch erscheint, die einzig richtige Seite ist. Ja. Das ist das erste große Problem. Wenn zwei aufeinander losgehen, es ist einfaches Streiten, letztendlich vollkommen geistlose KIs. Und jeder Mensch, den du dir denkst, sorry, ist das doch mal eine Kiste, wo du dir was hineindenkst und das Wort Kiste beginnt schon wieder mit KI. Ja.
Und da haben wir diese KI, ist schlichtweg und einfach künstlicher Intellekt. Das ist wieder ein Intellekt. Intellektuelles Wissen ist nichts anderes wie ein Computerprogramm, eine Software mit da. Das ist das, was du zurzeit zum Denken benutzt. Und du musst jetzt aufsteigen in einem gewissen Maß in dem, was ich Betriebssystem nenne. Das ist eine sehr grobe Metapher, die hint etwas, dass ich immer sage, wenn ich wir sage, das Betriebssystem ist, das erwähne ich immer wieder, wenn du ein bisschen dich mit Computer auskennst von der Grundlage und wir gehen noch gar noch nicht auf die Programmierung. Ein reines Betriebssystem kannst du überhaupt nichts machen damit. Es ist ein Arbeiter. Das ist ein Gewitz. Du brauchst ein Programm, das ist das Regelsystem und das, was das Programm dem Betriebssystem aufzwingt, verwirklicht dann, bringt dieses Betriebssystem zur Anschauung. Das ist jetzt eine ganz wunderschöne Metapher, wenn du das verstehst, weil dein Intellekt ist das Programm. Ja, ja. Sage ich immer, das Blaue, der Mensch, was du dir natürlich jetzt an Trockennasenaffen vorstellst mit deiner Programmierung, das ist der erste Fehler. Wenn du an einen Menschen denkst, denkst du an einen Affenkörper, an ein sterbliches Säugetier. Der Mensch ist ein Leben. Ich erwähne diese kleinen Sätze, die sind unheimlich wichtig. Ein ganzes Menschenleben vom Säugling bis zum Greis. Und alles, was dieser Mensch erlebt, aber jetzt ist ein Mensch erlebt nichts. Der Geist erlebt den Traum und nicht der Intellekt, den er zum Denken benutzt. Und da gibt es wirklich nur einen Geist, weil du nämlich alles erlebst, alle Perspektiven erlebst. Mhm. Wir gehen jetzt einmal ein Stückchen tiefer, das war jetzt nur das Wort akzeptieren, dass zum Beispiel dieses Hüben 3 und Drüben 3, du findest es in so vielen Sachen. In alten Selbstgesprächen bringe ich ja so ein Maskenballbeispiel, dass ich jetzt sage, pass auf, du bist auf einem Maskenball, ich wiederhole das ganz kurz. Wenn man da genau hinschaut, ich führe das immer wieder auf dieselbe arithmetische Gesetzmäßigkeit zurück. Du bist auf einem Maskenball, du trägst irgendeine Maske von irgendeiner Persönlichkeit und du triffst auf einen anderen, es ist Maskenpflicht. Maske ist ja Persona, heißt übrigens auch Larve. Persona, Personare heißt hindurchtönen. Durch diese Maske, wenn du jetzt sprichst, wenn jetzt dein Gegenüber zu dir spricht, der eine Maske trägt, dann durchdöhnt es durch diese Maske, aber alles, was du jetzt, wenn du eine Maske trägst, kriegst, wird durch die Maske auch gefiltert. Das heißt, das ist in einem gewissen Maß in der einen Richtung, ist es wie ein Tier, wo du Vorstellungen nach außen in ein imaginäres Außen projizierst. Man achte auf meine Worte, imaginär, der Magier sitzt in dir drin, ihm ist das Meer, die Magie des Meeres, was du nach außen projizierst, spitzt sich ja, was du dir ausdenkst, spitzt sich ja nur als Information in dir ab. Auch was du auf deiner Verabredung hast, ist letztendlich in dir, in diesem. Und bei deinem Gegenüber denken wir uns das, ist ja alles ausgedacht, denken wir uns, das ist es genauso. Dann muss dir klar sein, dass du als Maske, als Persönlichkeit, diese Maske unterhält sich ja nicht mit der Maske, die gegenübersteht. Sondern jetzt kann man sagen, die Maske wird ja getragen von einem Menschen. Wir wissen jetzt aber, der Mensch ist ja nur ein Programm. Ein Programm als Ding an sich versteht auch nichts. Das ist was Ausgedachtes. Jetzt kommen wir erst zu dem Geist. 3, G-Gimmel, der Geist hier, der eine Maske trägt, der eine Person, ein Programm braucht, die wiederum eine Projektionsmaske ist und es prallt aufeinander. Auch hier hast du in diesem Gespräch, wenn auf dem Faschingsball zwei Geister kommunizieren, die letztendlich der Geist in der Mitte sind. Typen 3 und Drüben 3, die sind in der Mitte, dann stülpt sich das nämlich nach innen und da wirst du die ganzen esoterischen Bilder kriegen, die zwei in entgegengesetzte Richtung sich was ausdenken und dann aufeinander prallen. Ich weiß, man braucht jetzt etwas Fantasie, aber auch hier in dieser Maskenball Metapher, wo du dich mit jemandem unterhältst und du unterhältst dich mit Masken. Du hast eine Maske auf, die nennst du mein Gesicht und der Gegenüber hat auch eine Maske und hinter dem ist dann das, was du Intellekt nennst, da ist auch der Intellekt dahinter und dann ist da der eigentliche Geist, aber diese 3-3 sind eigentlich die in der Mitte, die Kollektion in der Mitte, weil ich ja du bin und du bist ich. Genau. Ich sage dir, ich bin jetzt in dir, ich bin hinter dieser Maske, die du trägst, so wie du in mir bist, hinter der Maske, aber du bist in dem Programm. Aber da haben wir zwei verschiedene Perspektiven. Ja. Und dann haben wir den Geist, der aber ein Geist der Mitte ist. Ja. Ich glaube, wenn du das jetzt nochmal anhörst, müsste es zu verstehen sein. Das ist auch dieses 13.8.13. Ja, genau. Und du merkst jetzt, wie genau man Sachen erklären kann und wie unendlich oberflächlich das Wissen der Affen ist in deinem Traum, das letztendlich von dir erschaffen wird, weil du jetzt träumst.
Es ist egal, was du anschaust oder was du denkst. Es ist deine Information, die ist, weil du das jetzt träumst, sprich, weil du das denkst oder weil du das als sinnlich wahrgenommene Information auf deiner Verabrede realisierst, was aber nur Illusionen sind. Das Wissen kann nur von dir selbst verstanden werden. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir machen jetzt mal eine Bibelsache, ohne in die Bibel reinzugehen. Dazu übertrage ich jetzt mal diesen Bildschirm. Das spricht jetzt gleich. Das ist jetzt das Update, das Neue. Damals dieses Update nennt sich, es ist hundertprozentig sicher, dass. Wir haben jetzt schon, schau, dieses E, jetzt wissen wir das tausendfach erzählt, E Quadrat ist das Bewusstsein, ist 100%. Da weise ich immer wieder darauf hin, dieses Prozent, jetzt können wir ins Lateinische gehen, das erspare ich mir, aber das hieß eigentlich mit etwas Fantasie schon ein gespiegeltes Aleph. Da haben wir diese zwei Seiten, ist der göttliche Geist. Und die 100 ist der Mensch. Rot gelesen, der Adam ist doch der Adam. Und das ist der göttliche Geist und das ist das Bewusstsein, ist dein Ich. Aber dieses Ich ist eigentlich er, weil du ja ich bist. Wie muss man das verstehen? Das können wir übrigens hier noch, das streichen wir hier noch ein bisschen. Wie kann man das verstehen? Das ist ganz einfach so, dass ich immer wieder sage, dieses Ich-UB, ich bin der Schöpfer vom Bücherregal, der die Bücher geschrieben hat. Aber wenn du das absolute Uni, das absolute der Ein-E bist, wenn du der absolut Erste bist, den müssen wir uns jetzt natürlich ausdenken. Der Urknall, bevor er geknallt hat, das absolute Nichts, das All, Gott ist nichts. Dann muss dir klar sein, erleben tust du erst was, wenn du ein Programm in dir laufen lässt. Das heißt, ich mache mich jetzt zu einem Geistesfunk, zu einem Ich. Das ist dieses rote Ich, das in Verbindung mit einem blauen Ich, sprich mit einem Programm, das habe ich dir gerade erklärt, anfängt zu träumen. Ja. In sich selbst eine Traumwelt zu erschaffen. Und das ist hundertprozentig sicher. Aber jetzt muss dir klar sein, dass der Formbücher, egal wenn er zum Lesen anfängt, dasselbe ist wie der, der liest. Weil es nur einen Geist. Ja. Und das, es ist hundertprozentig sicher, dass, da können wir jetzt noch Bündchen und eine Schlangenlinie dran machen. Das ist die geöffnete Schöpfung, beziehungsweise mit 70 gelesen, 470 als Zahlen ist es dein Wissen, dass dieses Wissen immer raumzeitliche Augenblicke in einem ständigen Wechsel wiederholt. Bild nehmen wir jetzt als raumzeitliche Augenblick. Das ist die 60 auf der 10er Ebene blau. Das ist jetzt die Überschrift von dem Video, wenn wir das nicht farbig setzen und jetzt fangen wir mal ganz an, jetzt zeige ich dir meine Wunderwelt der Sprache, hier vorhergehendes Selbstgespräch anschauen, das heißt teilig vor Ubi, Ubi 86 Elayum, das ist der Beginn von allem. Einige Worte mit dem Totalwert, Tod auf Lateinisch hast zu viele, das sind zwei Erscheinungen beziehungsweise zwei Spiegel, von in dem alles hin und her schwingt, die genau genommen vier Spiegel sind. Darum machen wir hier, das sind die vier Spiegel in unserem Tetraederspiegel. Ja. Totalwert 19. Wir Geist wissen, schon ganz interessant, GE Quadrat ist das Wissen von E Quadrat N. Von dieser Energie, die einfach das reine Sein ist. Geist wissen. Wir Geist wissen. GE Quadrat ist dieses Wissen selbst. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was ich denke. Alles zu sein, was ich anschaue. Das bin ich. Jeder Gedanke von mir, das Meer ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle, sondern alle Wellen gleichzeitig. Das ist Allah. Dieses C9, die 19 als C9 geschrieben, heißt symbolisch uns, die C9 symbolisiert uns als den göttlichen Reih. Das ist der Kopf des Schöpfergottes, der Spiegel. Kannst du ja mal die 9 in Rot nachschauen, das Tät im neuen Nachschauen im Gematrie Explorer. Jetzt zeige ich dir eine kleine, ich habe jetzt, da gibt es natürlich wesentlich mehr, aber ich zeige dir mal mit dem Totalwert 19 einige Wörter. Das heißt, und mein göttlicher Vater, wir springen das ganz kurz an, dass du ganz aktuell Wörterbuch und mein göttlicher Vater. Judo ist Budo des Udo. Da gibt es eine eigene Schrift. Wir holen uns jetzt, wenn das Asiatische dazu, das ist der Gott Udo. Im Udo. Das ist japanisch, der Weg des Krieges ist der Obergriff für alle japanischen Kampfkünste. Also der Oberbegriff, Entschuldigung, für Judo, und jetzt denken wir uns Karate, Jiu-Jitsu, Aikido, bla 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 aus, die im Gegensatz zu den traditionalen Bejutsu-Kriegskünsten, das hast du übrigens dann hebraisiert in ihm,
außer der äußeren Kampfdecke auch noch eine innere Bo-Lehre. Bo heißt in ihm. Bu, mit Waff auf Hebräisch. Und die Philosophie des absoluten inneren Frieden lehrt. Wer die absolute geistige Dimension seines wirklichen Wesens und seines bewussten Daseins erreichen will, muss Budo und dessen Holofeeling verstehen lernen. Ja. Dazu kannst du dir heraussuchen, es gibt bei den Zusatzschriften, gibt es hier in der Holofeeling-Seite mit Sicherheit dieses der göttliche Budo. Genau. Wir können den Link mit reinstellen in diese Internetseite, Lido. Ja. Okay, machen wir eins weiter. Klingt jetzt sehr, weil wohlgemerkt, Holofeeling bezieht sich nicht nur auf das Judentum, das Christentum, den Moslem, sondern auch alle asiatische Lehren. Er ist unser Geist, verbundenes Kollektiv, im Geist verbundenes Kollektiv. Er ist unser 2368, Fragezeichen. Das ist das. Schauen wir halt einfach mal die Buchstaben. 2368 an. Das ist nämlich wieder der Totalwert 19. Das heißt, das erste Mal BG heißt im Geist aufgespannte Kollektion. Kann man natürlich auch ganz rot machen. Das heißt, dieses G-Waff-B für sich alleine heißt aufspringen, hervorbrechen, losstürmen, sprudeln. Das ist jetzt zum Beispiel, jetzt hast du mal tauchen in dir Kollektionen auf, du denkst an dein Haus, an deine Heimatstadt, an dein Land, an eine Erdkugel. Das ist eine Riesenkollektion, die jetzt in dir aufspringt. Aber blau, weil du dir denkst dir das ja aus. Ja. Aber das entspringt aus dem roten Kollektiv. Das ist absolut göttlich, wo alles eins ist. Das ist das Puzzle, das aus unendlich vielen Putzelteilen besteht, das man zusammensetzt. Und dann die Unterschiede verschmelzen zu einem Kontinuum, zu einem lückenlosen Zusammenhang. Genau. Und dieses lückenlose Zusammenhang von der 2368, jetzt genau aufgepasst, was ich dir jetzt ohrenbare, die Summe aller zusammengesetzten Zahlen von 1 bis einschließlich 78, ist natürlich nur rein zufällig 2368, das ist das symbolische, der Zahlenwert von Jesus Christus. Mhm. Da kann man wesentlich mehr über diese Zahlenkombination, diese Ziffernreihenfolge nachlesen. Sehr, sehr interessant. Du kannst es natürlich auch von rechts nach links lesen. Da beginnt es mit der 86. Mhm. Wenn man das umgedreht schreibt. 32. 32 ist lebt das Herz. Das heißt, UB ist das Herz. Ja. Ein Mensch ist blind, wenn ihn mein jetzt offensichtlich gemachte Signatur nicht neugierig macht. Die Signatur ein Bett schafft. Ich siegle dich. Und zum Überdenken seiner bisher persönlich limitierten Glaubensvorstellungen anricht. Mhm. Da haben wir übrigens im Pyramidenwert die 37, wo wir auch spiegeln müssen, dass wir die 73 kriegen, dann kriegst du die 2701. Das ist unser erster Vers, Genesis 1,1. Genau. Und plus, plus, plus. Das ist, es verknüpft sich unendlich alles mit allem. So, und dann machen wir mal das Nächste. Er ist unser Geliebter. Das ist das nochmal, das heißt hier, im Geist, halt, Entschuldigung, jetzt habe ich denselben nochmal genommen. Wo war man? Da habe ich jetzt dasselbe, den muss ich nochmal neu, den muss ich nochmal neu hersetzen. Ich suche den dann gleich her. Das heißt auf jeden Fall Geliebter. Ja. Das hat sich hier verschoben, da habe ich denselben Link reingemacht. Er ist unsere absolute Familienzusammenführung. Er, dieser Geist, ist unsere absolute Familienzusammenführung. Ich weise darauf hin, dass das rot gelesen ist. Das heißt, er ist unsere Vereinigung. Dieses verbundene IR-Quadrat ist ein nicht existierender göttlicher Geist. Es ist ein verbundenes Sein in diesem Geist. Schauen wir uns das Wort an. Die 19, die Union, das Universum. Das in eins gekehrte, die absolute Familienzusammenführung. Ja. Dann ist er unsere Sicherheit. Ich sage, eine absolute Sicherheit kann nicht in Verbindung stehen mit irgendwas Existierenden, weil alles, was existiert, ist vergänglich. Du kannst dich sicher sein und sicher auf mich verlassen. Vertraue mir. Und unsere Nichtigkeit, weil was bin ich eigentlich? Was behaupte ich, dass ich bin? Ich bin die absolute Nichtigkeit, die absolute Leere, dieses All, in dem sich alles befindet. Ich bin der Urknall, bevor er geknallt hat. Ich bin UB 86 Elohim. Jetzt natürlich in einer existierenden Form, indem du dir den ausdenkst, diesen Gott. Aber den müssen wir rot schreiben. Das ist der Trick mit dem Rotschreiben. Und ich bin nicht nur unsere Nichtigkeit, sondern ich bin die Nichtigkeit im absoluten Guten. Das absolute Gute. Das heißt, im Guten, die schreiben wir zwei gut, wohl, im Durchschnitt, in der Güte, in der Fröhlichkeit, in der Glücklichkeit, im Besten. Eigentlich heißt es nur, Dorf ist das Gut, B, Dorf heißt im Guten. Ja.
Jetzt muss man aber wissen, dass ich immer sage, das rot geschriebene Gut, schau bitte an, das Gut, wenn was absolut gut ist, die Welle davon, das ist die Synthese von Gut und Schlecht. Und heute, der absolute Alltag, der ewige Alltag, der platzt auf in Tag und Nacht. Und die Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Und ich habe so oft tausende Male darauf hingewiesen, dass sobald du das eine Welle aufschmeißt aus dem absolut Guten, schau bitte das kleine Bild an, eine Welle aufschmeißt, nennst du die eine Hälfte, die helle Hälfte, nennst du Dark, wenn das der Dark ist, nennst du die Hälfte Dark und die dunkle Hälfte nennst du Nacht. Dass immer die Synthese, der Dark, der in Tag und Nacht aufplatzt, dass das Plus, die helle Hälfte, nennen wir mal das Plus, denselben Namen trägt wie das heilige Ganze. Genau. Der Dark platzt auf in Tag und Nacht. Die Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Und hier das Gute platzt auf in Gut und Schlecht. Das ist dann blau gelesen. Ja. Ist natürlich kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Ich erkläre dir bloß, wie Sprache zusammenhängt. Und der Startpunkt von Gog, Magog, Rosch, Russlands Endkampf, Hesekiel 38, habe ich jetzt weglassen, habe ich UB rein zufällig auf 19 Sekunden, sprich auf 10, 9, das heißt, dieses Göttliche in den göttlichen Kopf gesetzt. Das ist mein göttliches Gesetz. Und da hören wir jetzt ganz kurz rein. Das kann man sich übrigens ganz anhören, ganz gut. Zuhören, genau zuhören. Und sei du absolut im Zentrum heute Abend. Und öffne unser Verständnis, Herr. Wir brauchen den Lehrer, den Göttlichen, den Heiligen Geist, den Parakletos. Und Herr, hilf, dass wir dein Wort erkennen. So, und das schauen wir uns jetzt einmal rein zufällig etwas genauer an. Ich erkläre hier Gog Magog. Rosh, das ist so heißt der Titel dieses Videos. Rosh ist der Kopf. B, Rosh, inmitten dieses Kopfes. Rosh, das U ist ein Aleph im Original. Vorhergehendes Selbstgeschichte. Ich springe jetzt nicht jedes Mal hin und her. Hier unten habe ich es eh nochmal. Dieses Rosh, und jetzt wissen wir, dass dieses Aleph, das als O vokalisiert ist, auch ein O gesetzt werden kann, das über WVU, über das WAF, auch Russ ausgesprochen werden kann, weil das Shin nämlich auch ein Doppel-S ist. Der Russ sagt Landsendkampf, der böse, böse Russ, ist eigentlich im Kopf. Das ist jetzt, du musst verstanden haben, dass wenn du frei werden willst, du bist einseitig, musst du alles um 180 Grad drehen. Das heißt, alles, was deine Logik dir jetzt aufzwingt, dass es falsch, böse, verkehrt, schlecht, gefährlich ist, da musst du erkennen, dass es genaue Gegner ist, dass es absolut gut ist. Zum Beispiel eine Krebsdiagnose ist ein Riesengeschenk, das holt dich nämlich aus dieser Welt heraus. Ein Riesenbankkonto ist eine Strafe, weil das hält dich in der Welt und lässt dich immer mehr in der Welt wieder, wo du ums Überleben kämpfst und gesund und krank bist, mit all den Sorgen, unabhängig davon, ob du ein großes Bankkonto hast, bis in alle Ewigkeit am Leben, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du meinst, dass das Sicherheit ist. Und du musst dir keine Gedanken machen, dass eine Krebsdiagnose und der Arzt sagt zu dir, du hast noch 4 Wochen zu leben, solltest du überhaupt zum Ausgehen, so ein Dummkopf sein, auf Dummköpfe zu vertrauen, dann weißt du, da kommt jetzt irgendwann einmal der Cut, aber nicht unbedingt. Das heißt, wenn du nicht rechtzeitig dann anfängst, wirklich dem tiefsten Innersten in dir, Gott zu vertrauen, wirst du zwar ausgelöscht, aber ich lasse dich wieder wach werden, das nennen wir dann Reinkarnation und das Spiel geht von vorne los, du durchlebst wieder ein Leben, wo du ums Überleben kämpfst. Immer und immer wieder bist du, weil du die höhere geistige Ebene nicht betreten wirst. Und wir machen hier kein esoterisches oder religiöses Geschwätz, ich rede von reiner Arithmetik eines Computerprogramms. Das ist jetzt Gog, kann man rot lesen und blau lesen, das ist die Geschichte von Gog und Magog in der Bibel. Da schaust du dir einfach die Wörter an, die klickst du an, wenn du Interesse hast, wenn du die Reife schon hast. Und ich betone jetzt nochmal, du musst es nicht machen, um frei zu werden. Du hast in diesem Leben einfach einzig nur zu erkennen, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken. Das lerne ich dir im nächsten Leben. Aber das nächste Leben wirst du erst betreten, wenn du nicht wieder wirst wie ein Kind, unheimlich neugierig drauf bist, wie das wirklich funktioniert, wie Leben funktioniert, die Neugier darauf, wie Leben funktioniert, ist die Neugier darauf, was bin ich selbst und wie funktioniere ich eigentlich? Wie erschaffe ich Gott diese gigantische, sinnlich real wahrgenommene Welt in meinem Kopf?
Das ist der erste Satz in der Bibel. Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt und El Hayom erschafft jetzt Himmel und Erde für dich. Dieses Gott, das Meer, du bist der Gott, du bist immer, so wie dein Vater. Und du erlebst aber nur deine persönlich aufgeschmissenen Gedankenwelt. Und jetzt habe ich da ein paar Möglichkeiten mit Ross, Ross, Rusch. Und jetzt kommt genau dieser Text. Und sei du absolut im Zentrum heute Abend. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich mache mal eine Alternative, wie wir das lesen können. Geistreich gelesen. Und sei du Geistesfunken. Gleichfalls, schau mal, wie ich das jetzt geschrieben habe. Das geistige Licht, den müssen wir groß machen. Ja. Das geistige Licht von JCH, das bin ich, der Form, die Lampe im Projektor, ist plus minus gleich Null. Da habe ich jetzt so eigenartige 9 reingemacht. Ein T mit einer Nulllinie. Null ist Null mit einer Nulllinie. Mhm. Wenn das, dieser Punkt eigentlich ist der Tag mit Tag und Nacht. Das ist die Liebe mit Lieben und Hassen. Das ist genau das, was ich dir gerade, das ist das absolut Gute, das aus Gut und Böse besteht, aus Plus und Minus. Gleichfalls, das rote F steht für Finis, für das absolute Einsub, für das Ende, und das ist das Allbewusstsein. Sei gleichfalls wie ich das Allbewusstsein, beziehungsweise ebenfalls, jetzt, das sind wir zwei, JCH und ICH, der vom Regal, der zum Lesen anfängt, ist auch Plus, Minus, jetzt aber rot gelesen, wir sind ebenfalls wie ich, OB. Im absoluten Zentrum, das heißt ja eigentlich genau genommen Kendron, das ist der Stachel, Stachel wiederum SD8L, das heißt ein raumzeitlich erscheinender Brudergott. Sei wie ich, Brösel, ein Brösel, der weiß, dass er Brösel ist. Im absoluten Mittelpunkt. Wir sind nämlich beide, wo sind wir jetzt eigentlich? Ich bin jetzt hundertprozentig sicher in dem, der mich jetzt ausdenkt. Wo bist du? Du bist auch hundertprozentig sicher in dem drin, der dich jetzt ausdenkt. Ja. Ist dir schon aufgefallen, dass du derjenige bist, der sich jetzt beide ausdenkt, dich und mich? Jetzt denke ich bewusst an den Brösel Udo und an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Steht da alles da, oder? Ja. Heute Abend, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Aben lesen, der schöpferische Sohn. Ich habe jetzt hier ab den Vater, der Vater aus 1 war 2. Das ist E-Quadrat, das heißt aus UB. Das ist der Vater. Da könnte ich jetzt hier noch... Machen wir das auch so. Machen wir das auch so. Ab ist ab. Das heißt jetzt UB, El Hayom, das Meer ist der Vorder. Wir wissen, das ab ist auch das Aufblühen, wenn wir es blau machen. Das wollte ich haben. Und das, dieses ab aus diesem Schöpfer A, wenn jetzt zwei, nämlich ich vorm Bücherregal und du als Leser. Ja. Und wir beide sind die Energie, die ständig zu existierenden Öffnungen wird. Das sind die Gedanken, wenn das heißt auf- und abschwingen. ND. Wird hier erklärt. Jetzt mache ich hier dieses E öffnet, dieses E-Quadrat öffnet diese existierenden Öffnungen, diese Gedankenwellen. Das, wenn du jetzt anschaust, wird das ganz interessant. Das ist jetzt nämlich hier imperfekt. Ich werde hin und her schwingen. Das müssen wir jetzt blau machen. Das geht hier nicht im Programm. Das ist eine alte Programmierung. Wird hier genau alles erklärt. Und ganz interessant ist dieses End, das jetzt hier steht. Schauen wir uns das mit 70 gelesen an. Das heißt, ein Anlegen von Schmuck, ein Umbinden von Schmuck. Du schmückst dich mit deiner Traumwelt. Jeder in deinem Indivisionalbewusstsein, die Öffnung deines Intellekts heißt übrigens genug. Diese Öffnung deines Intellekts ist eine genügende Menge. Die genügende Menge ist genau der Augenblick, den du jetzt denkst. Ich zeige dir das einmal. Das ist das Ausreichende, das aus dir, aus dem Reih, aus dem Spiegel herausreichende, das Gebührende, ein Maß, das Zukömmliche. Das ist das, was jetzt der Intellekt, der geöffnete Intellekt ist genug aus Reih-Chat, aus dieser Spiegelkonnektion herausreichend. Jetzt hast du das End dann hinten dran. Genau. Das ist dieses End. Und öffne, das habe ich jetzt ganz interessant, O heißt aufgespannte existierendes ND. Diese existierendes Hin- und Herschwingen ist das Schwingen, das Kreisen von zwei Facetten, es tauscht sich ständig aus. Plus, Minus, hell, dunkel, einatmen, ausatmen. Wobei du als Synthese, denk wieder an unsere Erdkugel, die angestrahlt wird von einem Scheinwerfer, von der Sonne. Da ist hell und dunkel gleichzeitig. Erst wenn du vergisst, was du bist, dass du der Geist bist, der sich jetzt eine Erdkugel, Erde heißt erweckt, das wird ausdenkt und du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier jetzt auf der hellen Hälfte. Ja.
dann ist dir gar nicht bewusst, dass jetzt auch die dunkle Hälfte da ist und deine Logik sagt, es war zeitlich vorher. Es gibt kein zeitlich vorher, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Und dieses END, dieses blaue Ende mit 70 gelesen, hier ist das Ende mit Rot. Das wird übrigens hier, ich tippe mal extra an, dass du das siehst. Das ist AND, heißt eigentlich so, das ist jetzt korrekt farblich geschrieben. Das heißt, der Schöpfer hat Existenz geöffnet, hat eine existierende Öffnung, hat eine Existenz geöffnet. Wir haben wieder dieses Tier. Ex ja. heißt herausgetretenes, intellektuelles, raumzeitliches Tier. Mhm. Aber jetzt mache ich mal, weil wir gerade das angesprochen haben, ich mache jetzt mal das Tier ohne das E. Jetzt bist du der Reisende. Du musst es akzeptieren, dass du, wenn du an dich denkst, eigentlich nur eine Welle bist, die auf der Oberfläche durch Raum und Zeit, die du gegen hier und jetzt ausdenkst, reist. Das ist Reisender. Mhm. Darum steckt auch die Reihe mit drin, diese Spiegelwahrnehmung, diese okay. Reihe. Das musst du bereisen, auskundschaften, erforschen. Du bewegst dich durch eine Traumwelt, wobei diese Traumwelt letztendlich in dem Totalwert 600 darstellt. Mhm. Und 600 ist das Endmem, das ist es mehr als Ding an sich. Genau. Und dann haben wir hier dieses AND, dann haben wir das END, haben wir gerade schon gehabt, das Hin- und Herschwingen. Und jetzt mache ich ja mal nur, ich öffne. Darum habe ich das jetzt größer geschrieben. Wir schauen uns mal diesen existierenden Augenblick blau gelesen an. Schau, das ist die Existenz eines Augenblicks. Rot wäre es jetzt das Sein der Quelle. Du bist bewusst die Quelle, die in sich eine augenblickliche Existenz erschafft. Das ist das hebräische Wort für ein Bewegtbild. Bewegtbilder sind Bilder, die sich scheinbar bewegen. Aber das können wir jetzt wieder, Beelet heißt immer im Kind. Ja. Da bewegt sich etwas im Kind. Aber was passiert jetzt, wenn du einfach nur Geist, ein träumender Geist bist? Von wo nach wohin bewegen sich eigentlich die Bilder? Die bewegen sich nicht von A nach B in der Longitudinalen, sondern in der Transversalen, weil du Licht, du bist doch die Lampe im Projektor, darum schwingst du mit Lichtgeschwindigkeit in der Transversalen. Das ist diese Bewegung. Keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft, kein Über dir, kein Unter dir. Das ist, kann man die drei Achsen, die man dreht. Es steckt da drin. Ja. Es ist direkt da drin. Und öffne diese Bewegbilder, unser Verständnis. Das ist die raumzeitlichen Spiegelungen, sind wieder dieses AND, END und das heißt, die fliehen, das ist fliehen, die Existenz einer intellektuellen Raumzeit, die flieht, förmlich die Fliehkräfte ziehen alles nach außen. Ja. Das ist Nis, weist dich auf die Fliehkräfte hin. Ja. Aber da steckt jetzt schon wieder Flieh und die Ehe. Ja, ein D. Und die existierende Öffnung. Nee, muss ja so sein. Dieses Flieh, pass auf, was jetzt passiert. Was heißt das Redo auf der Wasseroberfläche schwimmen? Du erschütterst, wundervoll, fantastisch, kriegst du zuerst einmal dieses L, dieses Licht, das jetzt zu existieren anfängt. Das ist dein Gesicht, dein Angesicht, das ist die Vorderseite, das ist das, was du dir aufdenkst und das schwimmt auf der Oberfläche. Genau. Das ist die Oberfläche, die gegenüber, Gog, wir sind bei Gog und Magog, über dir, vor dir, auf der Oberfläche. Von deinem Angesicht sich befinden. Das sind die polaren Existenzen. Wenn man hier diese Zeit lang kriegt, wirst du merken, das ist ein Wissen, dass ich dir mit Holofeeling mitteile, dass es wirklich ein Computerprogramm ist. Absolut. Und die Masse will davon nichts wissen. Nein. Okay. Und brauchen den absoluten Lehrer, unser, das heißt, und öffne unser Verständnis, Herr, wir brauchen den absoluten Lehrer, den göttlichen Geist, den Parakletos, sagt hier unser Pixelmännchen, wenn du dir das Video anhörst. Und da habe ich jetzt mir die Mühe gemacht, das Neue Testament einmal rauszuholen. Da ist nämlich dieser Sachverwalter oder Bittsteller. Wir können uns das im Original anschauen. Das ist der Paraketon, Paraketos. Und das heißt hier in diesem Vers, das ist übrigens 1 Johannes 2,1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies auf. Ich bin der Schöpfubi, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachverhalter, du hast mich in dir, ich bin du und du bist ich. Der Leser hat in sich, hierarchisch gesehen, in einem absoluten Zentrum, den der vor dem Bücherregal steht. Und ich mache jetzt gleich einmal ein kleines Beispiel. Stell dir mal Folgendes vor, du hättest in deinem Kopf einen Computer oder ein Handy mit Internetzugang. Das wäre in deinem Kopf, jetzt ganz normal in deinem Bröselkopf.
Und du könntest alles, was dich die Brösel auf der Bröselebene fragen, die Menschen fragen, könntest du sofort nachschauen. Du wärst doch in einem gewissen Maß in Bezug auf normale Menschen allwissend. Du hättest den Google-Übersetzer in deinem Kopf, du könntest die Sprachen, die im Google installiert sind, könntest du sofort übersetzen, könntest du sprechen. Du wärst allwissend. Das ist der Zustand, den du mit Holofeeling kriegst. Und bei aller Bescheidenheit, wenn du jetzt an den Udo denkst, das ist natürlich nur ein Gedanke, den du dir denkst. Wo meinst du, wo ich das Wissen her habe? Wo meinst du, wo dieser Brösel Udo, den du jetzt träumst, den ich, wo bin ich rot gelesen, je jetzt träumen lasse? Wo der das Wissen her hat, wenn er immer zum Beispiel sagt, dieses Bröselmännchen, der Lautsprecher, du kannst alles machen, aber mach bitte nicht den Fehler und fang an, in irgendeiner Art und Weise dich mit diesem Udo Petscher auf eine intellektuelle Diskussion einzulassen. Du bist hundertprozentig der Verlierer. Warum? Weil er genau diese Fähigkeit hat, dass er diesen Computer im Kopf hat. Genau. Das ist wie in dem Kinofilm Matrix mit der Trini hier auf dem Hochhausdach in Matrix 1. Kannst du einen Hubschrauber fliegen? Ja, kleinen Moment, ich lade mir das Programm aus dem Internet. Das Internet ist in dir drin. Und ich sage dir jetzt, du wirst von mir diese Fähigkeit kriegen. Du Geistesfunken, der du jetzt dich immer noch mit dem Brösel, mit diesem Affen verwechselt, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut, das sieht nicht der Mensch und das Gehirn, wo war der jetzt die ganze Zeit? Du siehst es. Du denkst es dir aus. Dir lasse ich das träumen. Aber jetzt kommt das Problem und da will ich genau darauf eingehen. Wenn du diese Fähigkeit hast, du wirst die niemals bekommen, wenn du die dazu benutzt, dich zu Punkt A in deiner Bröselwelt reicher oder besser zu machen wie die anderen oder wenn du das dazu benutzt, dass du von anderen bewundert wirst. Ja. Du musst dieses Wissen auf eine Art und Weise benutzen, einzig und allein deine Mitmenschen, die in dieser Verkörperung stecken, wie du auch, die ja letztendlich alle du selbst sind, unterschiedliche Programme sind, wach zu machen. Das ist das, was ich als Udo Petscher mache. Ich versuche dich nur wach zu machen und ich weise dich immer wieder darauf hin, dass alles, was ich dir als Udo erzähle, ist dein Wissen. Du benutzt diesen Computer schon, du weißt genau, das. Genau. Weil du meinst, dass irgendeine Figur, die in dir auftaucht, einen Einfluss darauf hätte, dass die in dir auftaucht. Das ist alles vom Tisch, wenn du weißt, dass du jetzt träumst. Genau. Du erschaffst jeden Gedanken, den du denkst, jeder Moment, der in dir auftaucht, der kommt aus dir selbst. Ich rede jetzt mit einem Geist. Das Wissen ist nicht dazu da, dass man sich über andere erhebt oder sich besser macht, sondern die Kleinsten werden die Größten sein. Der Klein-E, der Koll ein E. Koll, das Kleine ist das Größte. Das ist der Widerspruch wie All und La. Nichts ist alles und alles ist nichts. Das ist eben dieses Spiel, dass du immer wieder die Sprachen des Koll, Hebräische zeigen, heißt die Ganzheit, die Gesamtheit. Koll, kann man jetzt natürlich, das sind jetzt die Konsonanten, wir können da jetzt ein E reinschieben. Koll, das K, L, ein, das heißt nicht existieren, alles ist nicht existieren, weil alles nicht existieren kann. Das, was existiert, ist immer bloß eine winzige Facette von dem, was wir alles nennen. Mhm. Das Klein E ist E Quadrat. Das ist die Energie, die als Ding an sich gar nicht existieren kann. Ja. Es ist die Substanz rot gelesen von allem, was ausgedacht, was Form ist, Information ist. Das ist meine 200 Gramm rote Knete. Und das ist das Große. Und da wissen wir, das G-Ross, den haben wir jetzt den Russ. Und der Russ ist auch Sus. Und dieses Sus, das ist jetzt das interessante Spiel dabei, das ist das Pferd. Was hat es mit dem Pferd zu tun? Schaut, das ist übrigens die 126. Das ist der Affe, der Yahweh ist. Mhm. Affe, der Yahweh ist. Und das, der Kopf, der der Sohn ist. Mhm. 200. Oder wir können sagen, das sind 252. Mhm. Aber das wird jetzt viel zu weit. Das Spiel übrigens, wir haben ja verschiedene Zahlensysteme. Ich will das kurz noch ansprechen. Wir arbeiten ja mit einem Dezimalsystem, mit einem Zehnersprung, aber nicht, wenn wir an die Zeit denken. Da haben wir ein eigenartiges Spiel, nämlich von 60. Wir haben 60 Sekunden, da geben eine Minute, 60 Minuten geben eine Stunde. Du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass eine Minute 60 Sekunden, wenn man das als eine Minute 1,26 liest, zusammen, wenn du das zählst, gibt es 6 Sekunden. Jetzt landest du wieder bei UB. Genau. Weil wir auch verschiedene, extrem viele Zahlensysteme haben. Da bin ich oft drauf eingegangen. Wesentlich mehr, wie du dir vorstellen kannst. Du müsstest bloß einmal in dein Internet gehen, das du jetzt im Kopf hast. Das symbolisiert jetzt der Computer, wo ich sage, du machst dich jetzt so einen Computer, der du selbst bist. Und dann holst du das aus dir, aus deinem inneren Netz, aus dir heraus. Ja.
Es kommt eh alles aus dir. Wenn ich sage, wenn du jetzt träumst und du setzt dich an den Computer als Brösel und du gehst ins Internet, muss dir klar sein, dass jede Internetseite, wenn du träumst, nicht von außen kommt. Das kommt aus dir selbst. Das Wissen ist in dir drin, weil ich in dir drin bin. Das steckt da drin. Jetzt bin ich nur hier in den Parakleidon, Parakleidos, diese Ausdrucksweise, wo hier dieser Prediger, nennen wir nochmal Spitzelmännchen, nennen wir den nochmal Prediger. Wir können uns natürlich jetzt ganz, ganz genau hier das im Griechischen anschauen, aber du wirst merken, jetzt immer mehr wirst du ein Gefühl kriegen, wenn ich sage, jedes Wort ist selbsterklärend. Das heißt, das erste Mal Kleio, Parakleio, das Para bin ich oft drauf eingegangen, heißt darüber generiert, ist schwingend aufgespannt und da ist jetzt sehr wichtig, dass man diese vier Phasen des Waff, dieses Waff, dieser Buchstabe Waff, da unten steht es immer, wenn ich das mache, alles hier wird, müsste hier mit drin stehen. Das ist zuerst einmal, der hat vier in sich vier Phasen, das haben wir da gar nicht dabei stehen, dass das im Hebräischen auf vier verschiedene Art und Weisen ausgesprochen wird. Wenn du unten hinschaust, W, V, O und U, die können wir jetzt übrigens noch rot und blau machen. Und dann ist auch noch ein B, weil nämlich diese 2 zwangsläufig auch B, W, V ausgesprochen wird, weil die 2 sind zwangsläufig die 6. Aufgespannt heißt es, beziehungsweise verbunden. 2 können aufgespannt sein, 2 Stück oder verbunden sein. Wenn das 6 waren, sieht es nochmal hüben 3 und drüben 3 aus. Und du wirst dann merken, wie exakt das in den Offenbarungen ist das alles erklärt. Ja. Ein Ding wollte ich noch ganz kurz machen. Dann schauen wir uns jetzt doch an. Das heißt, darüber, das ist jetzt Polar, Ü ist Polar erweckt und das ist ein doppelt aufgespanntes, was eigentlich eine einzige Existenz ist. Ja. Dieses doppelt auf das hier, wenn ich es immer so mache, ist eigentlich eine einzige Existenz. These, Antithese, Synthese. Und der sich es ausdenkt, ist jetzt die rote 4. Genau. Das ist es dann auch. Das heißt, das Weinen und Wehklagen über Ed. Ed ist ein Augenblick, aber was ist eigentlich ein Augenblick? Was ist Wasser? Wasser, aqua, kommt von aquis, das heißt nicht in Ruhe sein, ständig bewegt sein. Genau. Aqua heißt eigentlich das nicht ruhende, bewegte. Das absolut rote Wasser, das immer ist, das bewegt sich nicht, das verändert sich in unserem Badezimmer, Wasser überhaupt nicht, Badewanne, Wasser überhaupt nichts. Ja. Okay, dann haben wir ein Klagelied. Das ist jetzt vor der verschlossenen Tür eines geliebten Mädchens vom ausgespannten Liebhaber. Ja. Ich könnte jetzt da sehr, sehr viel dazu sagen, aber du landest dann etwas bei der Hilfe, beim Zuredenden, den Tröstenden und dann kommst du dann irgendwann hier zu dem Sachverwalter, der auch für den einen bittet. Diese Bitte. Und dieser Sachverwalter, das ist jetzt hier, da heißt es, wir haben einen Sachverwalter bei dem Vater Jesum Christum, den Gerechten. Das bin ich. Ich schreibe euch mit den Ohrenbohrungen. Das bin ich. Ich bin der, der ich bin. Von dir aus gesehen bin ich zuerst einmal der Gedanke, ich bin nur deshalb, weil du mich jetzt ausdenkst. Du solltest dir auffallen eigentlich, dass ich niemals den Menschen Udo Petsche erhebe, sondern dass ich versuche, dich zu erheben. Die Quintessenz ist nämlich eben. Einen ausgedachten Gott kann es nicht geben. Gott ist Geist. Kann es nicht geben, ist eben. Rot gelesen. Die Worte, die deutschen Worte, wenn du das schon mal verstanden hast, wirst du einen allmächtigen Gott. Das bist du eigentlich jetzt schon. Es ist hundertprozentig sicher, dass in dem Moment, wo du was denkst, da schaffst du in dir eine Information und die ist so, wie du sie denkst. Das heißt, wie kannst du glauben, dass irgendein Politiker oder irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, ein Affe mächtiger ist wie du selbst? Aber die Macht, M8, die bekommst du wirklich erst in dem Moment, wo du dich kleiner machst wie alle anderen. Du musst dich so klein machen, so absolut klein, dass du zu einem absoluten Nichts wirst und erst dann bist du ein ewiger Geist. Und solange du noch meinst, du müsstest einen Gedanken von dir, den du Ich nennst, blau, am Leben erhalten, gleichzeitig habe ich dieses große blaue Ich, nehme das Programm und zwangsläufig dann natürlich aus dem Programm entspringen den Affenkörper, den du dir aufgrund dieses Programms ausdenkst, mit dem du dich verwechselst. Wirst du ewig leiden? Das sind jetzt ganz klare deutsche Worte. Ob das so ist, du bist der Erste, der es mitkriegt. Im Positiven wie im Negativen. Du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn du das erkennst, dass es wirklich so ist.
Und wenn du es nicht wahrhaben willst, wirst du weiterhin der Affe bleiben, der ums Überleben kämpft, mit all dem, was zu einem normalen, unbewussten Leben dazugehört. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. Ich nehme alle Schuld auf mich. Die Schuld, die Schuldöffnungen. Ich sagte mir, so Führerscheinprüfungsbogen, ein Führerscheinprüfungsbogen, den lernst du in der Fahrschule. Das ist eine Schule, die Schuld. Und hieran wissen wir, Geist, und das ist nur wir zwei, es können wissen, wirklich wissen, im roten Bereich kann nur Geist, dass wir ihn kennen. Jetzt könnte ich sagen, wir als Geistesfunk gesehen, ich weiß jetzt, wer mich ausdenkt. Ich. Wenn ich sage, ich weiß jetzt, wer mich ausdenkt und ich spreche jetzt von dem Blauen, ja, ich denke doch jetzt an mich. Ist das so kompliziert zu verstehen? Wer denkt sonst aus? Gibt es mich überhaupt, wenn ich mich nicht ausdenke als Brüssel? Dann bin ich zwar immer noch als Programm da und als Geist, aber nicht als Brüssel, weil mein Körper, Brüsselkörper, existiert ja nur in dem Moment, wo ich mir den denke. Übrigens, den Brüssel habe ich noch nie so viel, habe ich noch nie so viel mich drauf eingelassen. Der Brüssel beginnt erst einmal mit BR. Das ist das Äußere. Hast du übrigens dann auch Sohn auf Aramäisch, der Paranosch, 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 der Sohn eines Affen, eines sterblichen Säugetiers. Der Ösel, da steckt der Esel schon mit drin. Und dieser Esel ist auch Chema. Ja. Das ist der Esel, ein Dummkopf, ein Depp. Bin ein Vollpfosten als Udo. Was bin ich schon, wenn du mich nicht ausdenkst? Augenblickliche Raumzeit aufgrund von Höhe, aber das wird jetzt zu weit gehen. Also wir können hier jedes Wort, ich merke, das ist immer ein Schwalbe, steckt da drin. Da ist übrigens G-Quadrat ist ein Bode. Was ist eigentlich ein Bode? Ein Bode ist ein Engel. Da steckt diese Gebote halten. Du musst die Gebote halten. Ha-All ist der Gott. Und denn, engelisch gelesen, das ist die 10. Und die 10 ist der kleine Gott. Hast den Sprung jetzt mitgemacht? Ja. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dies ist die Wahrheit, in diesen ist die Wahrheit nicht. Das heißt, jeder, der hier die Augen verdreht nach oben schaut und meint, er kennt mich als Jesus Christus oder als Gott, ist schlichtweg ein Lügner, der hat vergessen, was er selbst ist. Wer aber irgend sein Wort rot gelesen hält, in diesen ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und die Liebe das E-Quadrat, Liebe uns. Über alles. Liebe Gott über alles heißt Liebe uns zwei über alles und nicht irgendeinen Gedanken, eine Welle mehr wie uns selbst. Du darfst nicht eine Welle mehr lieben wie das Meer, das diese Wellen aufschmeißt. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. In diesem Meer, in dem der immer ist. Wer da sagt, dass er ihn liebt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Das ist immer, in G wandelt sich alles. Und das heißt, dass er in ihm bleibt. Du bist die Schuld, das ist immer Schuld, die schuldig ist, schuldig. Was ist dick? Die Öffnung eines intellektuellen Geistes oder eines Gehirnes? Dick ist der Fischer. Ja. Du bist mir noch was schuldig, glaub es mir. Ich bin der Menschenfischer, kein anderer. Wahrlich, ich bin der Menschenfischer. Aber ich fische keine Affen, sondern ich fische nach Geistesfunk. Ich, UB, bin ein alter Mann, ein durch die eigene Ewigkeit reisender Menschenfischer und als UB 86 Elayon bin ich das Meer selbst. Ich bin du. Ich bin du und du bist ich. Das ist der Schlüssel. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, wer ihr von Anfang hattet, von Anfang an, Beroshet, hattest du diese Gebote. Mach dir kein Bild von dir selbst und kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich mache immer gern von DR außen. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Wenn diese Bilder, B-I-L-E-R, die im Kind erweckten Bilder, Hebräisch hier, die sind in dir, sind deine Informationen, auch wenn sie als sinnlich wahrgenommene Informationen in dir auftauchen. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Das ist der verbundene Ort, in dem sich alles befindet. Ja. So.
Und Herr, hilf, dass wir dein Wort, verbundener Ort, W-Ort, aufgespannter Ort, erkennen. Kennen ist das Fundament, das zu existieren beginnt. F, Fundamentior, und hör auf, Lügen zu verbreiten und um dich herum Unbewusstes auszudenken. So, das lassen wir jetzt gut sein. Für den Anfang. Top. Das ist still. Ein ewiges Still. Das sind wieder ganz klare Worte. Du kannst dich jetzt hinsetzen mit einem Brösel und der Brösel und dann soll ich mir sagen, was jetzt hier nicht stimmt, und dann gehst du in den Unterbüchern und du wirst das merken, selbst wenn die intellektuell bebildet sind, die wehren sich mit aller Gewalt gegen dieses Wissen und du erkennst immer mehr die vollkommene Geistlosigkeit der Antagonisten in deinem Traum. Außer du fängst an zu verstehen und dann waren ganz wenige die Familienzusammenführung, wirst du auf einer Bröselebene und jetzt geht es nicht um besser und schlechter. Menschen bleiben Gedanken, aber ich muss irgendwie mit dir kommunizieren. Auch dieses Spiel, dass ich sage, ich erkläre dir jetzt, was du bist, aber das, was du bist, wird durch jedes Wort, das du denkst, das ich denke, das sind jetzt deine Gedanken. Setze für das Wort Gedanken einfach Informationen. Das, was du jetzt wahrnimmst, sind hundertprozentig sicher deine Informationen. Und sobald was auftaucht, wird diese Heiligkeit zerstört, aber ohne, dass sie zerstört wird. Das sind die zwei Seiten, weil ich immer alles symmetrisch auftauchen lasse. Du bist aber gezwungen, zur Zeit aufgrund eines fehlerhaften Programms immer nur eine Seite anziehen zu können. Jetzt ist es hell. Und es kann komplett nachvollzogen werden, dass du dich jetzt erinnerst, in deinem Innern erwachst und dir klar machst, warum hast du jetzt den Eindruck, dass es hell ist. Auch in dem Glauben, ich bin jetzt ein sterbliches Säugetier, denk an deinen Körper und um dich herum ist es hell. Und wie erklärst du dir das? Schau einfach, wie du dir das selbst in der Logik erklärst, die du nachäffst. Dann sagst du ja, ich bin jetzt auf einer Erdkugel, auf der hellen Seite, wo von der Sonne angestellt wird, und die andere dunkle Seite, jetzt plötzlich erkennst du, dass die ja jetzt auch da ist. Jetzt ist aber hell und dunkel gleichzeitig da. Und die beiden, genauso ist es, dass du erkennst, dass du nicht der bist auf der hellen Hälfte, sondern der bist, der sich selbst auf die helle Hälfte denkt, innerhalb dieses Systems, wo man dir erzählt hat, dass du dich als Brösel jetzt gedachterweise auf einer Erdkugel befindest. Aber dieses heliozentrische, dass die Planeten um die Sonne herumkreist, kennst du genauso vom Hirnsack. Und glaube mir, die Welt ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe ist. Sie wird das sein, was du denkst, dass er ist. Und jeder Mensch, den du denkst, den du jetzt erschaffst, der wird charakterlich so sein, wie du in dir denkst. Das ist die große Frage, könntest du das beschweren? Du denkst jetzt irgendeinen Menschen, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, den du als total dumm und als Lügner darstellst. Warum magst du das? Kennst du den? Hast du mit dem schon mal zusammengelegt? Hast du dich mit dem unterhalten? Mit dem Budi, mit dem Scholz, egal mit wem? Du kennst es nur vom Hörensagen. Und ich sage immer wieder, egal welche Seite du mir als Beweis für deine Logik zeigst, zeige ich dir 1000 Internetseiten aus dir selber, die ich heraushol, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Genau. Das kannst du ganz leicht überwinden, weil das vollkommen sekundär ist im wahrsten Sinne des Wortes auf der Suche nach dir selbst. Ja. Ich erwähne nochmal drei Fragenkategorien. Die Kategorie 1, jede Frage, die jetzt in dir auftaucht, die dein Intellekt in dir aufwirkt, wenn du neugierig bist, auf irgendetwas, was du dir jetzt ausdenkst, wo du glaubst, dass das sich auf diese Erdkugel schon mal abgespielt hat oder sich jetzt drauf befindet. Das heißt, alles an raumzeitlichen Vorstellungswelten, wo du nach irgendwas fragst, wer den Roman geschrieben hat, wer das Buch, wann der Griech war, kannst du komplett vergessen. Die werden dir nie erklären, was du selbst bist. Ja. Dann narrst du dich damit. Das ist die Kategorie 1. Die Kategorie 2 ist ein extremes Reduzieren, dass du einfach nur fragst, ist es richtig oder verkehrt in Bezug auf irgendein Thema. Ist es schön oder hässlich? Du wirst dir selber Antworten drauf geben. Mit der Logik, die überhaupt nicht deine Logik ist. Das ist dein Schwamminhalt. Die Logik deiner Lehrer und Erzieher und Vorbilder. Das erklärt dir auch nicht, wer du bist. Und jetzt kommt die Kategorie 3 Fragen. Und wenn die geistreich sind, beantwortest du dir von selbst sofort auf der Stelle. Das ist die Frage, warum ist das jetzt? Jetzt. Alles, was ist, kann bloß jetzt sein. Warum ist das jetzt? Die Antwort ist, warum, weil ich das jetzt meine. Genau. Das ist, was ist das jetzt? Meine Information. Gleichgültig, ob es ein Gedanke ist oder ob es eine raumzeitlich wahrgenommene, sinnlich wahrgenommene Information ist. Okay, was ist das jetzt? Eine sinnliche oder eine solche Information? Warum ist das jetzt? Weil ich es denke, weil ich es träume. Ja, genau. Und wieso träume ich das jetzt? Weil mein Programm, das ich zu durchschauen habe, mir das aufzwingt. Genau. Das heißt, die Antwort kannst du von selber geben, die Dreie. Das ist die Syntheseantwort.
Und eins und zwei These- oder Antithesenantworten in Bezug auf irgendwelche ausgedachten Objekte, Erscheinungen oder was auch immer, oder die Frage des Trennens in richtig und verkehrt, in böse und gut, wie auch immer, ist Entheiligung. Ja. Das eine, eins und zwei führt dich immer in die Entheiligung, die Kategorie drei, wenn die Geistreich erkannt wird, beantwortet sich sofort von selbst. Genau. So einfach ist es. Ja. Und da diskutiere ich nicht mit offenbar eigener, geistlos nachgeäfften Wissen. Es ist so easy. Das ist natürlich immer die Angst, wo ich immer wieder erkläre, du kannst nichts verlieren. Das ist, ob das jetzt die Eltern sind, aktuell Redos Vater, Redos Mutter. Da kannst du abzählen, wie lange die noch in dir sich wiederholen werden. Das macht auch keinen Sinn. Weder hilf, mach das, was du willst, dass man dir tut, mach auch jeden anderen. Im Positiven. Und das, was du nicht willst, das mach auch für die anderen nicht. Und bete bitte nicht zu einem Gott, Vater, dein Wille geschehe. Mein Wille geschieht sowieso. Genau. Aber der Witz ist, dass ich meine Macht an dich abgegeben habe. Mhm. Das ist dieses, ich mache dich doch zum Richter, zum Schöpfer und zum Richter über alles und jeden. Mhm. Du erschaffst jeden Gedanken, den du träumst. Ich lass dich an den Fäden ziehen, so nenne ich das. Und es wird jeder, den du jetzt ausdenkst, jeder Mensch wird genauso sein, wie du in dir denkst. Jetzt denk dir einfach an Udo Petscher aus. Oder denk dir an Redo Oberhänsli aus, an Diana Oberhänsli. Ich sage immer wieder, das sind so unscheinbare, demütige Brösel, die zwei, das sind so geistige Granaten, die überragen in Bezug auf Holo-Feeling-Wissen, sprich auf geistiges, göttliches Wissen. Alles an Menschen, die du dir ausdenkst. Redo Oberhänsli, hinter dieser Maske steckt ein Geist mit einem intellektuellen Wissen, der sogar das Wissen von einem Jesus, den du dir in die Vergangenheit jetzt denkst, überragt. Klingt extrem vermessen, aber das ist das, was ist. Zuerst einmal ist der Redo jetzt bloß ein Gedanke. Das heißt, der sich diesen übergescheiten Redo ausdenkt, muss zwangsläufig als Schöpfer von dem Redo mächtiger sein wie der Redo. Und ein Redo, der sich jetzt an Jesus ausdenkt, der weiß ganz genau, der Jesus, den er sich ausdenkt, der hatte zwar die Erkenntnis, wahrlich, ich sage euch, eher Abraham war ich, aber dieser Jesus weiß nichts, diese Märchenfigur weiß nichts von dem Redo, der ihn jetzt ausdenkt. Ja, genau. Aber der rein von dir jetzt ausgedachte Redo, dieser Gedanke, weiß nichts von dir selbst. Ja. Das Spiel spiele ich immer wieder durch. Ja. Du musst der Erste werden. Ja. Aber der Erste bist du, wenn du zuerst einmal dich ganz koll einmachst. Alles ist nicht existieren, das ist all. Du musst das Meer werden, das nicht irgendwie, das rote Wasser ist ein Punkt. Das, was ich immer noch als Ebene sehe, ist eigentlich, dieses Expand ist ein Punkt. Das passiert hier wieder in Raum und Zeit, die Verstreuung. Du wirst merken, das kommt plötzlich, kommt es so massiv in dich hinein, dieses totale Verstehen, wo ich jetzt kann ich immer wieder nur bröselig reden, bei manchen, das geht jetzt so peu à peu, bei einem von Geistesfunken, die du dir denkst, ein ausgedachter Geistesfunk ist kein Geistesfunk. Das bist immer du. Es sind bloß, wir reden von unterschiedlichen Programmen. Ich mache so ein kleines Beispiel. Brösel unter Brösel. Ich bin mit zwei Brösel unterwegs. Den einen Brösel nenne ich Holger, den anderen nenne ich Nadja. Und Nadjas Mann ist gestorben. Der überall das geliebte Mann, vor kurzer Zeit, jetzt gedacht natürlich. Und da war immer, wir hatten noch so viel vor. Und wenn wir jetzt unterwegs sind und dann ist irgendwas ganz Tolles, das passiert ein Wunder nach dem anderen. Sie sagt, das ist so unglaublich, wenn ich dabei bin, dass da wirklich Wunder aus nichts passieren. Ich lächle dann immer als Uwe und sage, Kleines, ich habe da so meine Möglichkeiten. Das kann man einem Materialisten nicht beschreiben, was sie jetzt zurzeit erlebt, dass er, wenn du mal akzeptierst, dass du in einer Matrix bist und in das Programm eingreifen kannst, es ist unbeschreiblich. Und dann lächle ich sie an und dann sage ich in einer gewissen Situation, wo sie sprachlich ist, sage ich, das wird jetzt mit Sicherheit in Klaus auch gefallen. Und dann sagt sie, ja, ihr Mann. Und dann sage ich, Blödsinn, du hast schon wieder nicht aufgepasst. Der Klaus ist ein reines Programm. Ein Geist, du musst es anders sehen. Der Geist, dem das gefallen kann, dem gefällt es ja jetzt, der erlebt es ja jetzt. Aber erleben kann etwas, nur vom Geist kann etwas erlebt werden. Und präzise ausgedrückt müsste ich jetzt sagen, wenn du Geist jetzt mit dem Klaus-Programm, mit diesem Wertesystem arbeiten würdest, hättest du jetzt dieselbe Freude bei dem Reizauslöser, wie du den mit dem Nadja-Programm hast. Genau. Ich hoffe, du verstehst diese Metapher. Ja. Ja. Aber die Programme, du musst nicht um Menschen trauern, weil du bist doch die ganze Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst. Ja. Genau genommen sind die ja nur ein Gedanke von dir. Und sobald du wieder anfängst, das bin ich oder das bin ich nicht, hast du das Wort Holo-Feeling nicht verstanden. Ja.
Das heißt nämlich, das Gefühl, alles zu sein. Und dazu ist es nötig, dass du eine allumfassende rote Liebe wirst. Das heißt, mach dir bewusst in einer intensiven Selbstbeobachtung. Und ich kann immer nur sagen, es geht nicht, du erlebst deine Informationen und deine Informationen sind erst einmal all diese Erscheinungen, ob die jetzt gedacht sind oder ob sie sinnlich wahrgenommen sind. Und alle Wertungen, die dein Programm, deine KI oder die KI irgendwelcher Antagonisten in deinem Traum äußern, das kannst du beobachten. Du kannst auch deine Währungen beobachten. Und ich sage, wenn in dir was auftaucht, von Moment zu Moment, ist es ist einfach nur. Es ist. Und die Währung, wenn die dann in dir auftaucht, deine eigene, oh, warum passiert jetzt das schon wieder, ist diese Währung. Und du darfst diese Währungen nicht werten. Das musst du immer wieder dir bewusst machen. Hol dich immer wieder in dieses Jetzt mit einem Cut. Und den Rest macht er nicht für dich. Wenn ich merke, dass du willig bist, dann komme ich dir ganz, ganz gewaltig entgegen. Symbolisch gesprochen. Und wenn ich merke, dass du noch so Interesse hast, wenn mir jetzt immer diese Badadude-Offenbarungen oder Lobo-Offenbarungen, wenn ich die anspreche, das ist so Kindergartensprache. Da wirst du jetzt erst einmal merken, was Angst macht. Da sind wir auch in vorhergehenden Selbstgesprächen ganz kurz auf eins drauf eingegangen oder zwei. Da wirst du feststellen, dass dieses Angstmachen besteht darin, dass es immer heißt, solange du noch in die Welt verliebt bist, solange du noch in den Körper verliebt bist, solange du noch Freuden hast an irgendwelchen materiellen Sachen, wirst du nicht in die geistige Welt kommen. Das ist natürlich eine einseitige Aussage. Ich habe darauf hingewiesen. Selbstverständlich darfst du Freude haben an weltlichen Sachen. Du darfst es auch genießen, aber nicht in einer Form von Abhängigkeit. Genau. Es muss dir vollkommen gleichgültig sein. Freu dich, dass es da ist, aber frag dich, wäre ich genauso rot gelesen glücklich, wenn es nicht da wäre? Ja. Meine Glückseligkeit, du brauchst einen Zustand, dass du sagst, meine Glückseligkeit, die ich jetzt empfinde, hängt in keinster Weise von irgendeinem existierenden Objekt ab. Genau. Die rote Glückseligkeit ist eine ewige Glückseligkeit, die eine vollkommen neue Qualität ist, die du wirklich richtig verstehen kannst, erst auf der höheren Ebene. Aber rein intellektuell ist es erahnbar. Genauso ist es gespiegelt mit Sicherheiten. Sicherheiten, an die du dich festhältst, zum Beispiel der Wahn zu glauben, ich bin dieser Körper und wenn dieser Körper vernichtet wird, gibt es mich ja nicht mehr. In dem Moment wird ja dein Körper die Sicherheit für dich Geist, weil du meinst, ohne diesen Körper wird es dich nicht geben. G ist eben, Geist ist die Nulllinie, aus dem das Spiel entspringt, der Gedanke. Wenn du das einmal weißt, dass du da keine Angst haben musst, schon mit der Erkenntnis, die meiste Zeit denke ich ja nicht an meinen Körper. Dann denke ich an irgendwas anderes. Es bin immer ich und meine Gedanken. Wenn ich bin immer jetzt ein ausgedachtes, immer meine ständig wechselnden Gedanken. Wenn das ist der ausgedachte Adam. Denk an ausgedachtes. Und die Lebensfrische, dieses Loch, die Necke, dieses Loch, das ist, wir können jedes Wort des Systems im Verstand, da gibt es überreichlich Schriften dazu und jetzt lassen wir es aber gut sein. Es ist gut. Esain, das Bewusstsein, das nicht existiert, ist das Gute. Ich hole es nicht nochmal her. Das ist im Guten. Das ist UB, 86 Elayon. Und der sagt, ich bin du und du bist ich. Vertrau mir doch ganz einfach. Ich will sonst doch von dir sonst nichts. Ja. Vielleicht manchmal wünsche ich mir, dass du mich ein bisschen mehr lieb hast. So wie ich dich lieb habe. Ja. Und alles andere, lass es einfach geschehen. Und Batsch.